Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Thoughts to Go. Ich bin Lena und heute habe ich Tanja hier bei mir. Vielleicht kennt ihr sie ja schon von ihrem Instagram-Account oder auch von ihrem YouTube-Kanal Scorpion Mind. Sie teilt da total viele leckere vegane Rezepte, Workouts und auch Stretching-Videos. Und auf ihrem Instagram-Account, da hat sie auch ganz viele Pole-Dance-Videos, weil Tanja sogar Lehrerin ist und die sind einfach traumhaft. Da denke ich mir immer, wow, würde ich das auch gerne können. Wir kennen uns seit 2018, aber als ich Tanja kennengelernt habe, da kam sie mir noch komplett wie ein anderer Mensch vor. Das ist mir erst letzte Woche so richtig aufgefallen, als sie zu meiner Geburtstagsfeier gekommen ist. Da hatte sie einfach so eine positive Ausstrahlung. Sie hat von innen heraus gestrahlt und war so offen und selbstbewusst und hat so viel geredet und so kam sie mir 2018 halt echt gar nicht vor. Und als Tanja dann weg war, dann habe ich mir so gedacht, wow, hat sie sich verändert. Und das in einem positiven Sinne. Ich wollte dann unbedingt mit Tanja darüber sprechen, wie es bei ihr zu dieser Veränderung kam, ob sie irgendetwas aktiv dafür gemacht hat, wie sie einfach auch von, ohne es böse zu meinen, von einer grauen Maus zu einer richtigen, strahlenden, energievollen Frau wurde. Und genau deshalb habe ich sie auch hier bei mir in den Podcast eingeladen, weil ich einfach denke, dass diese Gedankengänge und auch ihre Entwicklung vielleicht für andere Leute wertvoll sind. Und ich denke, dass man einfach sehr viel auch für sich selbst daraus ziehen kann. Unser Gespräch hat sich dann ja sehr weit weiterentwickelt. Es wurde richtig deep und ich habe danach auch selbst ein paar Stunden gebraucht, um alles zu verarbeiten und zu verinnerlichen. Ich hoffe sehr, dass du auch so viel daraus ziehen kannst und mitnehmen kannst für dich, für deine Entwicklung, für dein Leben, für deinen Weg. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich total über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen oder auch wenn du ein Abo dalässt bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, wo auch immer du das hörst und auch immer gerne das Feedback über Instagram. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hi Tanja, freut mich total, dass du heute hier bist. Hi, danke schön, freut mich auch. Ich bin schon voll gespannt auf unser Gespräch. Kannst du am Anfang dich ganz kurz in 3 Worten beschreiben? Ich finde sowas immer mega schwer, weil man ist so viel mehr als nur 3 Worte. Aber spontan würde ich, glaube ich, sagen ehrgeizig, also wenn ich mir was in den Sinn gesetzt habe, damit ich sage, okay, ich mache alles dafür. Dann einfühlsam und puh. Wie würdest du mich denn beschreiben? Lebensfroh. Lebensfroh, ja, das passt auch. Und jetzt haben wir ja schon einen ersten Eindruck von dir, aber kannst du vielleicht nochmal so kurz sagen, was du alles machst und ein bisschen was über dich erzählen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen besseres Bild von dir haben noch? Mhm, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Also ganz kurz, ich bin Fotograf, Designer, mache alles Kreative, bin auf Instagram, YouTube unterwegs mit gesunden Rezepten und Lifestyle und Fitness und mache selbst ganz viel Sport und habe jetzt auch mein Happiness Coaching angefangen. Und ich habe einen Hund. Kiwi. Die kleine Kiwi, genau. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du jetzt ein Happiness-Coaching machst. Mhm. Und ich habe ja vorhin auch lebensfroh genannt, ja. So als Beschreibung für dich. Und ich habe dich ja 2018 kennengelernt. Und, schon, also krass. Ja, war 2018. So crazy schnell. Ja, finde ich auch. Und damals hast du noch nicht von innen heraus, sage ich jetzt mal, so doll gestrahlt wie jetzt. Und du kamst mir noch ein bisschen ja, zurückgehaltener vor, schüchterner. Du hattest nicht diese Ausstrahlung, so here am I, so sage ich jetzt mal. Und ja, wie beschreib du dich mal, wenn du so rückblickst? Wie hast du da gewirkt?
Ich finde das richtig krass, weil am Anfang habe ich halt überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich so einen Schritt gemacht habe. Mhm. Natürlich merkt man das immer, weißt du, so von Teenager und dann irgendwie immer weiter und man entwickelt sich weiter, man hat neue Erfahrungen und das bringt einen immer so einen Schritt weiter. Und ich finde das halt richtig krass, das zu merken. Aber jetzt vor allem der letzte Schritt war noch einmal irgendwie so das Sahnehäubchen obendrauf. Und das habe ich halt auch irgendwie überhaupt gar nicht so mitbekommen, aber dadurch, dass ich halt so Follower habe, die mir das dann auch irgendwie erzählen und irgendwie mal sagen, boah, heute ist irgendwie so voll krass anders oder ich folge dir schon ein Jahr und du hast dich so krass verändert. Und dann bin ich in mich gegangen und ich war so, okay, ja, yeah, krass, ich habe mich schon mega hart verändert und ich war definitiv, ich würde nicht sagen unglücklich, aber einfach, wie du schon gesagt hast, zurückhaltender und ich war nicht angekommen bei mir selber, sondern einfach quasi gefangen, sodass ich nicht wusste, wer ich jetzt sein soll, wer ich bin, wie ich das rauslassen kann. Ich habe mir halt auch immer gesagt, okay, du bist introvertiert, du bist schüchtern und so weiter. Und dann ist das halt auch Teil von mir geworden irgendwie. Und dadurch, dass ich mich jetzt auch viel mehr mit Mindset und so weiter auseinandergesetzt habe, habe ich auch gemerkt, dass man sowas auch überkommen kann und dass ich eigentlich überhaupt gar nicht so introvertiert bin, wie ich überhaupt gedacht habe. Und ich finde es einfach richtig, richtig krass, dass man sich so verändern kann. Ja. Ja, und wie hast du dich da verändert? Also wie bist du dann diese Schritte gegangen? War das nur so, dass du das rückblickend gesehen hast? Oder kannst du auch rückblickend sagen, was für Schritte du unternommen hast, dass du jetzt so bist, wie du bist? Mhm. Da gibt es einige Schritte, die ich jetzt nicht super bewusst gemacht habe, weil ich halt auch noch nicht genau wusste, was das jetzt ist und wieso und wie man das macht, weil es halt einfach irgendwie passiert, dadurch ist es halt, hat es halt auch übelst viele Jahre gedauert. Aber ein Schritt davon war zum Beispiel, dass ich, als ich nach Berlin gekommen bin, das war vor 7 Jahren in etwa, da war ich halt noch so das richtig krass graue Mäuschen, also so richtig heftig. Aber dann, und, wie alt warst du da? 19. Ja. Ja. Und da habe ich halt mit niemandem gesprochen, also keine neuen Leute und so. Ich war so mega zurückhaltend. Ich fand es richtig schwer, irgendeine Unterhaltung zu führen und die aufrecht zu erhalten. Ja. Und da hatte ich dann Tinder runtergeladen. Das Übliche. Und da habe ich mich einfach mit mega vielen Leuten getroffen, einfach nur um zu reden, weißt, um ein Gespräch zu führen, um irgendwie aus dieser unkomfortablen Situation von ich sitze hier mit einem Fremden und ich weiß überhaupt nichts über den, wie kann ich so ein Gespräch aufrechterhalten? Und da hatte ich natürlich auch ein paar Leute, die halt mega viel geredet haben, aber dann gab es halt auch wieder Leute, die genauso wie ich mega schüchtern waren, wo ich dann quasi anfangen musste, so ein bisschen zu pushen, weißt du, zu fragen und hier und da. Und das hat mir mega, mega viel geholfen, auch einfach zu merken, es passiert überhaupt nichts Böses, es passiert nichts Schlimmes, wenn du jetzt mit Leuten redest. Und auch, dass die Fragen, die du stellst, die meisten so vollkommen egal ist. Ich hatte auch das, dass ich alles hinterfragt hatte, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt das sage, denkt die Person, ich bin dumm oder was auch immer. Also so richtig, richtig krass. Okay. Und dadurch, dass ich dann halt einfach mehr Leute kennengelernt habe, mehr mit denen geredet habe, habe ich gemerkt, dass es denen eigentlich auch egal ist. Und es muss dann halt auch ein bisschen bei einem selber ankommen, dass man jetzt sagt, okay, ist eigentlich egal, was andere von mir halten, weil wenn es halt nicht passt, dann kommt halt der Nächste so. Ja. Und dann findet man einfach die Leute, die halt so zu einem passen. Und das finde ich auch mega cool. Dann bin ich auch öfter mal allein ins Ausland gegangen, zum Beispiel Australien während meinem Praktikum. Da war ich 21 und das war auch richtig krass, weil ich da auch einfach alleine hingegangen bin und habe da 7 Monate gewohnt. Und das hat mich auch mega krass aus dieser Komfortzone gelockt. Es geht eigentlich immer um diese Komfortzone, dass man die verlässt und dann halt irgendwas macht, was einem Angst macht, um zu wachsen, um zu sehen, okay, es ist überhaupt gar nicht so schlimm, um auch irgendwie andere Seiten an sich selber zu entdecken, wo man denkt, okay, das hätte ich nie gedacht, dass mir das Spaß macht. Aber eigentlich macht es mir ultra krass Spaß. Ja. Und das ist dann halt einfach so ein bisschen dieses Leben und dieses Schauen, wo kann es hingehen, wen finde ich, welche Eindrücke bekomme ich, wie leitet man mich das weiter. Und ja, all diese ganzen Eindrücke, klein wie auch groß, haben mich ultra krass viel verändert. Mhm, auf jeden Fall. Und kannst du sagen, was so dann in den letzten 1,5 Jahren nochmal dieses i-Tüpfelchen oben nochmal so raufgesetzt hat?
Ja. Ist dir das bewusst? Ja, mittlerweile ist es mir bewusst, weil ich sehr viel Reflexionsarbeit betrieben habe. Halt einfach, weil die Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, irgendwie bist du so voll anders. Und dann war ich so, hä, wieso? Und habe ich mich halt hinterfragt, was passiert ist. Und ein ganz großer Grund war, weil ich in einer Beziehung war. Und die Person hatte halt ein sehr, nicht großes Ego, aber eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Und ich bin jemand, der passt sich immer an. Und ich wusste das halt nicht. Also mir war es halt einfach in dem Moment nicht bewusst. Und dadurch habe ich mich halt immer so ein bisschen zurückgehalten und quasi der großen Persönlichkeit untergeordnet. Was ja auch okay ist, wenn man sich das bewusst ist. Aber mir war es halt nicht bewusst. Das heißt, ich habe mich selber verloren irgendwie in einem bestimmten Sinne. Es ist nicht, dass das jetzt eine schlimme Beziehung war oder dass es irgendwie, weißt du, abusive oder was auch immer. Yeah. Aber es ist halt einfach, dass ich mich so persönlich nicht so entfalten konnte, weil, wie gesagt, wenn eine Persönlichkeit so richtig krass einnimmt ist dann, und die andere halt so zurücksteckt, dann passiert das einfach. Und das habe ich halt auch erst nach der Beziehung herausgefunden, wo ich dann auch wieder alleine gewohnt habe und Sachen gemacht habe, die mir wieder Spaß machen, mich wieder mehr mit Freunden getroffen habe. Und dann habe ich gemerkt, wie selbstständig ich eigentlich sein kann und wie unabhängig ich sein muss, um mich wohlzufühlen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich auf keine Person einlassen kann, aber einfach, dass ich für meine Persönlichkeit selber stehe und dann auch einstehe. Und das dann halt auch sozusagen, okay, nee, ich lasse mich nicht mehr so unterkriegen in einem gewissen Sinne, sondern ich sag halt auch mal nein und nicht immer nur ja, ich mach das und ich bin halt so, sondern einfach sagen, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, welche Wünsche meine eigenen sind und nicht die von anderen Personen und ich versuche das jetzt so zu leben, ohne irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, Menschen sind ja immer da, man lässt sich immer irgendwie beeinflussen, das ist ja auch ganz normal, aber es ist halt wichtig, im Innern zu wissen, was man sein möchte und wo man hin möchte und das finde ich mega wichtig. Ja, und hast du das herausgefunden, eben durch diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, wie du schon angesprochen hast, dass du einfach Leute kennengelernt hast, dass du ins Ausland gegangen bist und dann auch mal in Australien gelebt hast, so wo du niemanden kanntest. Waren das dann die Dinge, die dir geholfen haben, zu finden, was du wirklich möchtest in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Ich kann gar nicht so genau sagen, welche Momente jetzt wirklich dazu geführt haben, aber ich habe dann halt auch einfach gemerkt, wenn man Leute, Freunde kennenlernt und man dann irgendwie so mega hart vibet oder dann halt auch überhaupt nicht vibet, dadurch lernt man halt auch kennen, was man nicht möchte. Und man macht halt auch Erfahrungen, weil man versucht irgendwie Sport aus, man merkt, okay, Fußball ist nichts für mich. Und weißt du, so macht man das halt mit dem ganzen Leben auch. Was kann ich denn dazu noch sagen? Es gibt so viele Sachen. Am wichtigsten ist halt einfach, wenn du merkst, dass es eine Blockade bei dir im Leben gibt, irgendwas, wo du nicht drüber kommst, dann entweder Hilfe suchen oder dass du dann dich auch hinsetzt und hinschreibst. Also schreiben ist richtig, richtig krass, weil manchmal kommen dann auch Sachen hoch, wo du gar nicht drüber nachdenken würdest oder die dann irgendwie in deinen Gedanken verschwimmen, wo du dann nicht so die Aufmerksamkeit drauf lenkst. Und wenn du das dann niederschreibst oder mit Leuten drüber redest, überall, wo du quasi erklären musst, was es ist, so dass die andere Person es versteht und nicht, dass es in deinem Gedankenchaos versinkt, macht es dann auch viel mehr Sinn für dich selber, weil du das halt nochmal extra erklären musst. Und dann kann es sein, dass du diese Blockaden schon ganz alleine ausfindig machen kannst. Und das ist bei mir auch öfter passiert, wenn ich durch eine schwierigere Zeit gegangen bin. Vor allem jetzt in letzter Zeit, wo ich dann schon so weit war, wo ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt hin, ich hinterfrage so, wieso ist das passiert, welchen Sinn hat das, wie kann ich das ändern, wieso habe ich überhaupt so reagiert, wieso hat die andere Person so reagiert, dass man das halt alles so ein bisschen hinterfragt und da sind dann auch ein paar Blockaden bei mir hochgekommen, die, wo ich wusste, dass die da sind, aber ich nie wirklich wusste, wieso und was die machen. Aber da hatte ich auch, das war eine Erfahrung, das hatte auch mit einem Typen zu tun. Auf jeden Fall hatte ich dann alles so hinterfragt und ich war so, ah, wieso? Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und ich habe ihr das alles erklärt, so was in meinem Inneren vorgegangen ist. Und dann, währenddem ich mit dir geredet habe, war ich so, hold on a minute. Weil es fiel mir so wie Schuppen von den Augen und ich habe
so dieses innere Ding, so diese zwei, nicht Persönlichkeiten, aber so diese zwei Blockaden oder diese Nicht-Schütz-Tanja, diese Schütz-Tanja, habe ich dann so klar gesehen und ich war so, oha, okay, mega krass, dass es das ist. Und dann wusste ich auch, woher das kommt. Und wenn man das dann halt merkt und sieht, dann kann man daran arbeiten. Und wenn das dann halt in dieser Situation wieder hochkommt oder in der nächsten Situation, dann weiß man, dass es diese Blockade ist oder dieser Schutzmechanismus. Mhm. Und dann kann man das auch viel besser analysieren und dann auch weggehen lassen, also wegziehen lassen. Und das ist eine richtig krass große Realisation, die ich gemacht hatte, jetzt in den letzten Monaten. Einfach, dass man dann sieht, okay, das ist das, das ist da. Und ich lasse es gehen und ich mache Platz für was Neues. Und gehst du da dann auch noch irgendwie aktiv vor gegen diese Blockaden, sage ich jetzt mal, dass du die halt wegbekommst? Oder sagst du wirklich nur, das hilft mir jetzt nicht in meinem Leben weiter, das brauche ich nicht in meinem Leben und ich mache Platz für Neues? Mhm. Oder hast du da auch so Strategien, sage ich jetzt mal, so besondere? Es gibt definitiv Strategien. Das ist für jeden anders, je nachdem, was für Stärken der hat oder Schwächen oder woran er arbeiten möchte. Ich kann jetzt nicht sagen, du machst das und es klappt für dich, weil wir sind alle anders, unsere Persönlichkeiten sind anders, wir haben andere, wie schon gesagt, Stärken und Schwächen. Es kommt auch auf die Blockade drauf an, weil manche sind relativ klein und man muss dann einfach immer wieder sagen, okay, weißt du, ich habe das jetzt gesehen und ich lasse es ziehen und immer wenn das aufkommt, sagt man sich das immer und immer wieder, bis das wirklich bei einem angekommen ist, bis man irgendwann vielleicht überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern das ist wie so ein Mantra, du das verinnerlicht hast, dass es Teil von dir geworden ist. Und dann gibt es natürlich krassere Blockaden, die halt viel tiefer sitzen, wo man dann mehr machen muss. Manche brauchen sogar Therapien dafür, je nachdem, wie schwerwiegend das ist, welche Traumata also sie in der Kindheit erlebt haben. Bei mir ist es definitiv noch beim Dating die Sache. Das ist jetzt nicht, dass ich da Therapie brauche, aber ich merke das halt immer wieder, wenn irgendwas hochkommt, dass ich dann sage, okay, wieso sehe ich das jetzt so mega schlimm an, obwohl es überhaupt nicht ist. Es sind manchmal Gespräche, die ich führen sollte oder muss oder möchte und in meinem Kopf fühlen die sich so richtig schwer an und so richtig negativ, obwohl das überhaupt gar nicht so ist. Und in dem Moment versuche ich dann einen Schritt zurück zu nehmen und zu sagen, okay, wieso sehe ich das so? Was ist passiert damals? Ist überhaupt irgendwas passiert? Oder was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte in dem Moment, wenn du es ansprechen würdest? Und meistens, wenn man sich das dann sagt, ist das Schlimmste, was passieren könnte, nein. Oder irgendwas, weißt du, was überhaupt gar nicht schlimm ist, sondern mega banal. Und wenn man dann so darüber nachdenkt und das nicht mit diesem ganzen Gefühlschaos, das man hat, ist es meistens dann nicht mehr so mega schlimm und man kann das dann besser meistern. Ja, also da stimme ich dir zu 100% zu. Ich habe da auch, also ich habe das auch in der ersten Podcast-Folge tatsächlich auch angesprochen, dass oft macht man sich selbst einfach so einen Druck oder so eine Angst, wo eigentlich gar keine ist oder so irrationale Ängste und manchmal tut es dann halt einfach voll gut, über den eigenen Schatten zu springen und es ergibt sich dann ja oft voll auch wieder was Neues daraus und was viel Besseres, was man am Anfang gar nicht gedacht hätte, wenn man immer nur so zurückhält und sich nicht traut, auch etwas zu machen. Ja, und das Trauen ist was richtig krass Großes. Ja. Das ist wieder dieses, weißt du, aus seiner Komfortzone gehen. Und wenn wir halt immer wieder nur in unserem Alltag sind, weißt du, wir gehen gleiche Zeit schlafen, wir stehen gleiche Zeit auf, wir gehen immer denselben Weg spazieren, wir gehen immer, weißt du, immer das Gleiche, sind wir immer irgendwie in diese Muster gefangen und wir brechen nicht aus und wir fühlen uns gefangen und wir fühlen uns, als würden wir überhaupt nichts erreichen. Und es ist dieses, wie komme ich hier raus? Man fühlt sich, als würde man irgendwie blockiert sein in seinem ganzen Leben, als ob irgendwas fehlt. Und unser Geist, genauso wie unser Hunger gefüttert werden muss, unser Durst irgendwie gelöscht werden muss unser Geist oder Seele, wie auch immer du das nennen magst, muss auch gefördert werden. Und das geht halt nur, indem du ihm was Neues fütterst, indem du was Neues lernst, indem du irgendwo anders hingehst, Abenteuer erlebst, indem du halt wirklich neue Eindrücke gewinnst, die dich zu einer anderen Person machen, im besten Falle. Ja, ich denke, das war ja auch das, was du dann eigentlich so immer getan hast, oder? Ja, unterbewusst, ja.
weil wie gesagt, mir war das alles überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Und jetzt, wo ich das halt alles irgendwie lerne und realisiere, denke ich mir so, okay, krass, das hast du gemacht, weil das und das. Und ja, ich habe das jetzt, wie gesagt, in meinem Coaching so mega viele Aktivitäten und Sachen, über die ich dann rede und eingehe, um das einfach viel schneller Leuten bewusst zu machen, dass man so viel Kraft hat und so viel Energie, um sich selber zu ändern und um seine Gedanken zum Positiven zu verändern und anzusteuern. Mhm. Ich finde das echt so heftig und so cool. Ja, auf jeden Fall. Hast du da irgendetwas, was du für dich immer machst, sage ich jetzt mal, um aus einer Routine rauszubrechen, oder eine Sache, wo du immer sagst, okay, das mache ich heute mal so und nicht so wie sonst immer? Mhm. Dadurch, dass mein Leben eh so ein bisschen all over the place ist, habe ich jetzt nicht so eine richtig krasse Routine, aber ich merke das schon zum Beispiel jetzt nach 3-4 Monaten in Berlin, dass es mich wieder rauszieht und ja, ich möchte halt mal wieder irgendwas Neues erleben, neue Leute kennenlernen. Aber mein Ausbrechen aus der Routine ist oft, oder habe ich mir jetzt vorgenommen, für dieses Jahr öfter Ja zu sagen. Mhm. Also vorher war ich halt dieses Mäuschen und ich war so, nein, ich bleibe lieber da, wo es mir irgendwie gemütlich ist. Und habe dann halt auch oft Events abgesagt oder irgendwie Leute zu treffen und so weiter. Und jetzt für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich öfter Ja sage. Halt nicht für alles, sonst wäre es ein bisschen zu krass, aber alles, wo ich denke, okay, das könnte Spaß machen, würde ich jetzt eigentlich Nein sagen, weil ich zu viel zu tun habe oder weißt du, irgendwelche so Ausreden. Ja. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, ich sage jetzt öfter Ja. Ich gehe öfter zu irgendwelchen Events, wo ich vielleicht auch nur eine Person kenne oder sogar keine. Habe ich auch schon gemacht dieses Jahr. Hm. Und sowas bringt mich voll raus, weil ich halt immer noch dieses habe, so von, oh, andere Leute. Ja. Ist nicht mehr so krass wie vorher, aber das war definitiv eine meiner Schwächen. Und daran habe ich aktiv gearbeitet und arbeite auch noch immer aktiv daran. Ja, also das ist eine gute Sache. Da erkenne ich mich manchmal so ein bisschen wieder, weil es ist ja schon immer bequem, zum Beispiel zu einem Event hinzugehen oder so, wenn man noch jemanden kennt. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man halt irgendeine so eine Bezugsperson oder so hat. Und ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch manchmal machen könnte. Dann denke ich mir halt auch manchmal, möchte ich das wirklich oder sowas. Aber manchmal tut es halt echt dann einfach gut, das zu machen. Das ist echt so. Und es gibt auch dieses Ding, dass wenn du in deinem Kopf irgendwas hast, was du machen möchtest und du innerhalb von 3-5 Sekunden nicht sagst, ja, mache ich, dir das aufschreibst, dir eine Nachricht schreibst, irgendwas, um das halt so zu manifestieren, zu befestigen, dann passiert es nicht. Ja. Und dann bist du wieder in diesem Ding drin, so von, ja, nee, das ist alles viel bequemer hier, wieso sollte ich das machen, ihr seid doch eh alle irgendwie komisch, wieso soll ich dazugehören? Und dann redet man sich wieder all dieses ein, so von, nö. Ja, oder ich habe keine Zeit. Oder ich habe keine Zeit, oder ich habe noch so viel zu tun, ne. Aber wenn man dann halt wirklich sagt, okay, man hört das und man ist so, okay, ich nehme jetzt diese Energie und ich mache was, ich acte, ich schreibe mir das in den Kalender, ich schreibe mir eine Notiz, ich mache irgendwas, ich sage meiner Freundin Bescheid, ich stehe auf und ich tanze jetzt mit und so weiter. Ja. Um das einfach zu machen, dann hat das Gehirn gar nicht diese Zeit zu sagen, oh nö, ich bin jetzt aber zufrieden mit meiner Routine. Mhm. Man nimmt dann einfach so die Action to do something. Ja, und wie machst du das oder wie gehst du dann mit so Tagen um, wenn zum Beispiel du mal nicht auf so einer hohen Frequenz schwingst, sag ich jetzt mal, und wo alles schwierig scheint und wo du einfach keine Lust hast, auch irgendwie positiv zu sein und auch wenn du halt wirklich nichts so wirklich Positives siehst und es einfach ein schlechter Tag ist, wie gehst du dann damit um? Das gibt es natürlich auch für jeden, das gibt es auch bei mir. Also man kann auf jeden Fall lernen, damit umzugehen und den Tag dann auch relativ schnell umzudrehen. Wenn man halt irgendwie aufsteht und man ist so, ach, ist irgendwie alles scheiße, wieso ist das gestern passiert, dass man dann aufhört, das zu denken, aufhört zu denken, so von, oh, es war alles scheiße, sondern man sagt, du kannst dir wirklich in deinem Kopf sagen, stopp, und sagen so von, hör auf, das zu denken und versuchen, das Erlebte oder den Tag irgendwie doch positiv zu sehen. Du sagst dir dann so, okay, ich krieg heute vielleicht, keine Ahnung, kein krasses Workout rein oder ich fühle mich einfach nicht mega motiviert zu arbeiten
Und anstatt, dass du dir dann diese 500.000 Ziele steckst, die du dir die anderen Tage steckst, sagst du dann einfach, okay, ich fühle mich einfach nicht so geil. Mhm. Und das ist okay. Du akzeptierst es, aber du redest dich halt nicht weiter rein. So von, oh, ich bin eh nur scheiße. Und dadurch, dass ich heute nichts geschafft bekomme, bekomme ich morgen noch viel weniger. Ne? Weißt du, dieses Gedankenspirale, was dich mega runterzieht. So nicht denken, bitte. Sondern du sagst dir dann einfach, okay, ich fühle mich halt einfach gerade so, das ist mega normal, das ist vor allem bei Frauen mit den ganzen Hormonen, die im Körper sind, richtig krass. Und wenn man anfängt, auch den ganzen Zyklus zu tracken, dann merkt man auch irgendwie, an welchen Tagen es dann nicht so geil ist. Und dann ist man so, okay, das ist deshalb. Und dann kann man das auch viel besser akzeptieren. Und das ist halt auch, egal womit das jetzt zusammenhängt, wenn du aufwachst und du bist irgendwie mega unmotiviert, nimm das hin. Steck dir ein, zwei Ziele, steck dir vielleicht das Ziel, spazieren zu gehen, irgendwas, halt irgendwie ein bisschen mehr im Moment zu sein, irgendwas Schönes zu kochen, irgendwas selber für dich zu machen, ins Bad zu gehen, halt irgendwas, wo du denkst, okay, das macht mir jetzt gerade Freude, und dann da halt wieder die Freude herziehen und nicht immer zu denken, oh, es ist gerade richtig mies und das Wetter ist doof, weil du kannst daran eh nichts ändern, wieso regst du dich überhaupt darüber auf? Und dann halt einfach so ein paar Sachen zu machen oder deine Mutter anzurufen oder deine Freundin oder irgendwas, was dir halt in dem Moment wenigstens ein bisschen Freude bringt. Und dann siehst du ja, dass der Tag eigentlich gar nicht so schlecht war, dass du trotzdem irgendwas gemacht hast, auch wenn es jetzt nicht das, was du dir, das war, was du dir vorgenommen hast, sondern halt mehr so ein Self-Caring Day. Ja. Mhm. Und wenn man dann, sage ich jetzt mal, diese Notfallmaßnahmen dann direkt trifft, dann rutscht man ja auch nicht, oder dann fällt man ja auch nicht in so ein tiefes Loch, oder? Genau. Mhm. Und ist es dann bei dir überhaupt nochmal, oder manchmal, dass du dann mit Rückschlägen zu kämpfen hast, oder ist das eher... Okay. Klar. Und wie gehst du dann damit um, oder hast du da welche auch irgendwelche... Welche Rückschläge meinst du jetzt? Also ich habe keine konkreten. Einfach alles. Ja, oder hast du irgendein bestimmtes Beispiel, an dem du es vielleicht besser erklären kannst, oder allgemein? Also es ist ganz... Egal, ja, das Ding möchtest. Ist halt, wenn du Rückschläge hast, ist eigentlich genauso wie mit dem, ich habe einen schlechten Tag, dass du dich halt nicht damit identifizierst, dass du nicht sagst, okay, ich bin dumm, ich bin blöd, ich kann überhaupt gar nichts, wieso ist das jetzt passiert, weißt du machst dich selber fertig und auch da wieder irgendwie schreien so, stopp, nee, weil ich bin es nicht, ist halt passiert und ich versuche, was Positives daraus zu ziehen, was daraus zu lernen, so wieso ist das passiert, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, weil es identifiziert dich ja nicht. Also es ist ja nicht deine Persönlichkeit, deine Identität, es ist einfach nur irgendwas, was passiert ist, du hast nach deinem besten Gewissen gehandelt und es ist halt nur mal passiert, du kannst es nicht ändern und einfach das zu akzeptieren, dass es halt da ist und dass es Teil von dir ist oder von der Vergangenheit oder von dem Moment gerade, das zu akzeptieren und dann einfach zu sagen, okay, was kann ich daraus ziehen, wenn das nochmal passiert? Wie kann ich besser handeln? Kann ich das früher ansprechen? Kann ich Leute um Hilfe fragen? Das ist ja auch alles legitim. Aber das nicht wieder in diese Spirale zu verfallen, um zu sagen, okay, das ist alles meine Schuld oder das auch auf andere Leute zu wälzen, so von, ich kann eh nichts dafür, das war alles anderen, haben alle anderen zu verschulden. Sondern dann zu sagen, okay, ich nehme das so hin, es ist okay, es ist passiert, du kannst eh nicht in die Vergangenheit zurückfliegen und irgendwie die Schalter umlegen, sondern setz dich hin, vielleicht macht es ja auch Sinn, das alles nochmal Revue zu passieren, das aufzuschreiben und dann halt für spätere Events das für sich selber so aufzudröseln und dann daraus zu lernen. Ja, definitiv. Ja, das Leben ist ja so wie ein langer Weg, so ein Lernprozess oder irgendwas. Ja. Glaubst du, man kommt irgendwann überhaupt an oder denkst du, dass das bis man stirbt so weitergeht? Ich hoffe, dass es immer weitergeht. Mhm. Weil es wäre doch richtig langweilig, wenn du irgendwann ankommst und sagst, so, das war's jetzt. Ja. Weil es gibt so viel zu lernen und so viel zu sehen und auch immer mehr neue Ebenen in dir zu entdecken. Und du erlebst ja auch die ganze Zeit was. Also jedes Jahr passiert ja irgendwas, wo du denkst, okay, das habe ich noch nie erlebt. Was kann ich da aufnehmen? Was kann ich mitnehmen? Du lernst neue Leute kennen. Das wird ja hoffentlich
passieren, bis du stirbst quasi. Ja. Und es gibt ja auch verschiedene Ebenen so, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt meine Base-Level-Glücklichkeit, whatever. Und dann arbeitest du dran, du siehst immer wieder neue Muster in dir und du kannst es halt irgendwie so hart fortführen, bis du irgendwie so ein krasser Mönch bist, der, keine Ahnung, 5 Monate auf einem Fleck sitzen kann. Also es gibt halt immer irgendwelche Richtungen, in denen du gehen kannst. Und selbst wenn du dir Ziele steckst, die sind ja auch nicht fix. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt in 5 Jahren irgendwie Manager bei irgendwas sein. Und dann bist du halt da angekommen und hast halt wieder ein Ziel. Oder du merkst nach einem Jahr so, ach, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr auf Manager. Ich möchte jetzt irgendwie Zirkusdirektor werden. Weißt du, es verändert sich konstant, ja, das Leben. Und man kann ja nicht sagen, okay, wenn ich jetzt 80 bin, dann bin ich genau da und da. Und ich habe das und das. Könnte passieren, kann aber auch genauso nicht passieren. Also ich hoffe, dass das Leben immer so ein kleines Abenteuer bleibt. Mhm. Und auch ein bisschen Kind bleibt, weißt du, dass man nicht alles so mega streng sieht, sondern eher wie ein Abenteuer, wie so ein Spielgrund. Ja, ja, ich mag den Gedanken total gerne. Ich mag das auch, dass man einfach, ich weiß nicht, also mich fragen auch manchmal Leute, wo siehst du dich in 10 Jahren oder so? Und dann denke ich mir immer, ja, also mein Leben hat sich in den letzten Jahren auch immer schon so verändert. Das ist so und krass, ich, oder? Ja, und ich habe auch total neue Interessen und immer alles bekommen. Ich mag gar nicht so weit im Voraus planen oder denken, weil es sich echt die ganze Zeit ändern kann. Mhm. Und ich bin offen für alles, was kommt, sage ich immer. Weil auch jetzt mit dem Studium, ich mache das in einem Jahr fertig, wenn alles läuft wie geplant. Und ich habe nicht vor, einen Master noch dran zu hängen. Und ich denke mir auch, ja, ich nehme das dann halt einfach, wie es kommt. Ich kann mir vorstellen, mehrere Dinge zugleich zu machen. Ich brauche dann nicht gleich diesen einen Job, den ich jetzt unbedingt machen möchte, weil es das halt bei mir nicht gibt, sage ich jetzt mal. Weil ich studiere Kommunikationswissenschaften, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich gehe danach in die Kommunikationsforschung. So. Das ist nicht mein Traum. Ich habe da kein fixes Ziel. Okay. Und deshalb denke ich auch halt immer, ja, also einfach zukommen lassen und schauen, was kommt. Irgendwie wird es schon klappen. Es hat bis jetzt immer irgendwie geklappt. So. Also wir sind beide hier. Uns geht es gut. Deshalb, ja, das was stimmt, will man mehr auch? Das ist halt auch, weißt du, wir sind relativ freidenkende Menschen, würde ich sagen. Ja. Wir sind so 10 Jahre, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich nächste Woche mache, so gefühlt. Aber dann gibt es halt auch Menschen, die brauchen Ziele, die brauchen Struktur, die brauchen Sicherheit. Von daher ist es auch wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wirklich wichtig, sich klar zu werden, wer man ist, was man braucht, um glücklich zu sein und dann halt danach zu handeln. Weil wenn ich jetzt einer Person sagen würde, die ohne festen Job und geregeltes Einkommen und Strukturen nicht glücklich ist und ich sage ihr einfach so, oh ja, schau einfach, wie du dich morgen fühlst und keine Ahnung, die würde total zusammenbrechen. Genauso wie wenn jemand mir sagen würde so von, ja, du musst jetzt alles bis ins letzte Detail durchplanen, du musst genau wissen, du musst den 5-Jahres-Plan schreiben und so weiter, dann wäre ich so richtig hart überfordert. Mhm. Und das würde mich nicht glücklich machen. Ja. Also gibt es für jeden so ein bisschen andere Strukturen und Pläne und Aufgaben und Sachen, die man machen kann. Ja. Ja, und bei, also das will ich jetzt auch nochmal sagen, wir sind ja hier beide schon in einer extrem privilegierten Situation auch. Fall. Also wir können so denken, wir sind jetzt nicht, sage ich jetzt mal, unsere Grundbedürfnisse sind erfüllt und deshalb dürfen wir da auch weiterdenken und das wissen wir natürlich. Ja. Deshalb. Das ist dann ja auch schon wieder das Level weiter, weil sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist dieses Glücksempfinden schon so weit, dass man halt auf diese Mikroebene, würde ich sagen, gehen kann. Mhm. Und alles, was so Grundbedürfnis ist, das sind ja auch diese Sachen, die von außen kommen. Ja. Und da spielt das Äußere halt irgendwie Geld und irgendwie Haus und so weiter noch eine Rolle. Aber sobald das halt gedeckt ist, bringt dieses krassere von außen kommen, also mehr Geld, mehr ein krasseres Haus, ein krasseres Auto, spielt dann nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle. Mhm. Und das dann halt auch zu verstehen, ist auch gut, dass wir nicht immer das Krassere irgendwas brauchen, um irgendwen zu beeindrucken. Mhm. Ja, aber Grundbedürfnis so gedeckt zu haben, das ist schon so das Wichtigste. Mhm. Halt, weißt du, mit allen, mit irgendwie Freundschaften, also dass man halt einfach Leute um sich herum hat, Familie, Sicherheit oder zumindest eine gewisse Sicherheit und Haus, dass man jetzt nicht irgendwie jeden Tag denken muss, oh, wie kriege ich das überhaupt hin? Mhm. Und
erst wenn man das so ein bisschen geschafft hat, dann kommt man halt eher auf dieses Persönlichkeitsentwickelnde. Ja. Wenn man dann halt auch einfach mehr Platz im Kopf hat. Ja, definitiv, weil man dann nicht immer schauen muss, wie komme ich durch den Tag oder was mache ich morgen oder wie ernähre ich meine Kinder oder was weiß ich. Es ist ja sehr vielfältig, aber auf jeden Fall. Hast du dann überhaupt noch so etwas wie Ziele? Ja, keine mega krass konkreten, aber ich stecke mir schon welche. Also zum Beispiel ist ein Ziel von mir, dass ich mit Poldance auf die Bühne gehen möchte, also auftreten. Sowas ist halt so mein super highest excitement. Und dann ein anderes Ziel ist halt, dass einfach mein Business weiterläuft und ich das weiter aufbaue und dass ich dann halt remote arbeiten kann. Weißt du, so Ziele einfach. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt, wenn ich 30 bin, bla 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 bla. Möchtest du dann, weil du Remote jetzt angesprochen hast, möchtest du gerne ins Ausland gehen? Oder was ist dein Traum? Ich kann es mir vorstellen, aber... Das ist gerade auch so. Ich habe mit einer Freundin letztens drüber geredet, weil sie wird jetzt bald nach Portugal umziehen. Und ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, nach Portugal umzuziehen, weil es halt mit Visum, also wir brauchen ja kein Visum, weil es halt einfach richtig einfach ist. Und es ist relativ günstig da und das Wetter ist halt mega nice und ich habe Strand und Meer, was mir mega wichtig ist. Aber da habe ich auch wieder dieses, jetzt muss ich über diese Hürde springen, weil ich bin hier in Berlin sehr comfortable, würde ich sagen. Ich weiß halt, wie alles funktioniert und so weiter, weil ich halt 7 Jahre hier war. Und wenn ich halt alleine dann dahin ziehe, das ist genau das, was ich gesagt habe, macht das Leute. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall jetzt machen. Wir werden es nachprüfen. Voll. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das mache, weil wie gesagt, jetzt muss ich erstmal mein Business machen. Und wenn das dann läuft, dann nehme ich das nächste im Angriff. Hoffentlich dauert das noch, dass du lange hier in Berlin bleibst. Und ich finde halt auch, ich habe mir das jetzt vorgenommen und es ist in meinem Kopf, es ist noch kein konkretes Ziel, aber mein Ziel ist einfach, aus Berlin wegzuziehen. Aber konkreter ist es jetzt gerade noch nicht. Und das kommt dann jetzt auch drauf an, wen ich die nächsten Monate, Jahre kennenlerne, welche Eindrücke ich habe, wie krass es mir hier auf den Geist geht oder ob ich irgendwelche krassen Opportunities halt jetzt in Berlin bekomme oder irgendwo anders, wo ich dann hinziehen könnte, sollte, was auch immer. Ich mache das ein bisschen abhängig von meinem Gefühl, weil ich bin eher ein Gefühlsmensch anstatt ein verkopfter Mensch. Von daher werde ich das jetzt einfach mal schauen. Und was du schon gesagt hast, mein ultimatives Ziel wäre natürlich Australien. Aber ja, we'll see. Weil das ist ein bisschen schwer, da hinzukommen. Ja, auch, dass man dann dass man da wohnen darf, ne? Das habe ich gehört. Ja, dass das schwierig ist. Ja, von daher mal schauen. Fingers crossed. Du bist also... Für alle, die dich noch nicht kennen, die sollen dann bitte später, spätestens nach der Folge, deinen Instagram-Account abchecken. Da sieht man ja voll, dass du dieses Beach-Girl bist eigentlich. Ja, ich poste gerade noch die ganzen Bali-Bilder. Ja, das ist aber auch immer schön, da bekommt man immer ein bisschen Fernweh. Echt so, ich schaue mir die mal an und ich bin so, damn, wäre ich jetzt nur da? Aber ja, definitiv. Das ist halt auch wieder so ein Situationsding, man... darf träumen und man soll träumen, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich bin mega unglücklich, weil ich wäre lieber am Beach so. Dann macht halt das Beste aus der Situation. Und das sind halt so Umstände, die könnte, gerade nicht so, die kann man gerade nicht verändern. aber könnte man. Schon. Genau. Und wenn man das halt wirklich, wirklich machen möchte und sagt, okay, ich brauche das jetzt, dann mache es auch. Ja, es ist ja auch dann immer wichtig, diese Ziele positiv zu besetzen, weil wenn man dann nur sagt, ja, ich kann da nicht sein, ich will aber da sein und hier ist alles doof, wo ich jetzt bin, dann macht man ja auch wieder diese, sendet man ja wieder diese negativen Vibes aus und vor allem macht man sich den Moment kaputt und es gibt ja eigentlich nichts anderes als den Moment, weil wenn du zurückdenkst, als was passiert ist, war im Moment und es gibt nichts anderes, als was passiert wird, ist im Moment. Also, weißt du, so Past Future ist eigentlich so, gibt es eigentlich nicht. Also, es ist irgendwie ein Konstrukt, weil alles, was passiert und passiert ist und passieren wird, ist halt jetzt gerade. Weißt du, es ist halt einfach das. Und wenn du dir den Moment kaputt machst, halt jeden Moment, wo du gerade bist, indem du irgendwie sagst, oh, hätte, könnte, das ist alles doof und wie du gesagt hast, negativ besetzt, dann ist halt der Moment
zerstört. Genau. Oder halt negativ. Ja. Ne? Ja, und auch so negative, wenn ich jetzt mal sage, wenn man über ein Ziel negativ denkt, dann glaube ich auch nicht so, dass es wahr wird. Mhm. Ich habe immer diese, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber ich bilde mir auf jeden Fall immer ein, dass wenn man sich positive Vorsätze macht oder positive Ziele setzt und da auf so einer Higher Vibration dann auch schwingt und wenn man daran denkt und dann richtig aufgeregt wird, dass dann diese Ziele auch viel eher wahr werden, weil man vielleicht auch unterbewusst mehr in diese Richtung macht dann, dass die wahr werden. Das sind dann ja auch High Vibration Goals. Also ja. du sagtest ja schon, du hast mehr Vibrationen, die dem entgegengehen. Und ob du jetzt daran glaubst oder nicht, ich denke, alles hat eine Energie oder eine Vibration. Mhm. Das ist auch ganz egal, wie du das siehst oder nennst. Darauf kommt es überhaupt gar nicht an, sondern das ist eher dieses Gefühl. Und wenn du halt positiv irgendwas sendest, irgendwas aussendest und irgendwas Positives denkst, dann sendest du ja auch positive Energie quasi aus. Und das Universum oder Gott ist hier auch, das ist alles irgendwie so immer. Definitionsfrage, sendet es dann halt irgendwie wieder zurück. Also ist dieses ganze Manifestationsding. Und wenn du dann halt negativ oder negatives Ziel hast oder behaftest, dann sendest du ja auch irgendwie das Negative aus, obwohl du eigentlich das Umgekehrte erreichen möchtest. Aber trotzdem kommt halt das Negative zurück. Und nicht das, was du eigentlich erreichen möchtest. Also es ist tatsächlich sehr wichtig, wie du deine Ziele formulierst und dann halt auch immer wieder sagst. Wenn du halt auch immer wieder positiv denkst und das positiv irgendwie behaftest, dann wird dein ganzer Kopf und deine ganzen Gedankenstränge auch positiver. Ja. Auch wenn du jetzt irgendwie was Negatives denkst, wird es negativer, obwohl du eigentlich das Gegenteil erreichen möchtest. Mhm. Aber einfach dadurch, dass du denkst so, oh ja, ich möchte überhaupt nicht hier sein, ne, werden deine Gedanken einfach umgedreht. Ja. Ja, und ich glaube, wenn man dann so viele positive Gedankenstränge hat, dass es dann natürlich auch einfach ist, so mit einem schlechten Tag, sage ich jetzt mal, umzugehen, weil man halt weiß, dass wieder was Besseres kommt, weil man halt einfach so einen positiveren Blick auf die Welt hat und auch halt in diesen, das ist halt immer, sag ich halt immer, was mir total geholfen hat, dann auch in den kleinen Dingen halt auch immer das Gute zu sehen. Mhm. Also wirklich, ich weiß nicht, das hat halt auch mein Leben, habe ich so gefühlt, komplett verändert, dass ich halt auch, ja, gar nicht mehr so denke, dass es halt wirklich einen richtig schlechten Tag gibt, weil ich schreibe abends dann immer noch so drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Mhm. Und da fällt mir dann wirklich immer noch irgendetwas ein. Und ja, das ist echt so, ich finde das kann, halt auch. Man kann für alles dankbar sein. Du kannst auch einfach nur dankbar sein, dass du gerade hier bist. Ja. Dass du quasi alles hast, dass du lebst. Du kannst dankbar sein für, ich weiß nicht, einen kleinen Marienkäfer, der auf dir gelandet ist, weil das irgendwie voll schön war. Es sind diese kleinen Dinge und die bringen dich dann auch wieder zurück in den Moment. Ja. Und denkst halt nicht über die Vergangenheit nach, so von, oh, was ist passiert, was hätte besser laufen können oder hast halt irgendwie Angst vor der Zukunft, sondern du bist halt wirklich im Moment und genießt die Situation und das gerade. Und das ist halt einfach so dieses, ich bin angekommen und es ist alles schön und ich lächle so in mich hinein. Ja. Und das ist so, so wichtig, so einen Moment in dir zu finden, damit du halt immer wieder darin zurückkehren kannst, wenn es dir mal schlecht geht. Mhm. Ja, das ist voll das schöne Bild auch, was ich jetzt vor meinen Augen habe. Voll schön. Ja, und du hast jetzt schon richtig, richtig viel Input hier gegeben. Also ich habe das Gefühl, wow. Aber gibt es noch vielleicht, oder gibt es irgendeine Sache, die du besonders wichtig findest oder wo du sagst, das ist wirklich etwas, das kannst du jedem mitgeben oder halt so eine Sache, die du wirklich jedem raten würdest? Um glücklicher zu sein oder? Ja, oder einfach mehr Zufriedenheit zu finden oder wie du auch jetzt, sag ich jetzt mal, zu seinem wahren Ich oder zu seinem inneren Ich auch wieder zurückzufinden, wenn man es mal verloren hat oder irgendetwas, was halt wirklich, sag ich jetzt mal, in egal welcher Lebenssituation halt immer hilft oder einen immer weiterbringt, weißt du? Das waren jetzt sehr viele Aspekte. Es gibt so viel, das man machen kann. Ein kleiner Trick ist zum Beispiel, wenn du dich wirklich verloren fühlst und du denkst so, boah, heute ist echt irgendwie der Wurm drin und alles ist irgendwie ätzend. Dass du dir vielleicht schon im Vorhinein, vielleicht jetzt, wenn das Podcast vorbei ist, dass du dich kurz hinsetzt
und deine Augen schließt und dann irgendwas wirklich, wirklich Schönes denkst, irgendwas, was dein Herz erwärmt, was du schon erlebt hast oder was du dir unglaublich gerne wünschst und dir dann wirklich vorstellst, wie das ist, was du riechst, was du fühlst, was gesagt wird, was du siehst, was du spürst, alles. So detailgetreu wie möglich. Vielleicht sogar, ob du schwitzt, ob du frierst, alles. Einfach komplett alles. Und das dann abzuspeichern in dir und dieses Glücksgefühl. Und vielleicht fängst du schon an zu lachen, zu grinsen, währenddem du dir das vorstellst. Und ich will wirklich, dass du das so tief wie möglich, wie nur irgend möglich spürst. Und dieses Bild, diese Gedanken, alles in dir abzuspeichern. Und jedes Mal, wenn du irgendwie so einen richtig schlechten Tag hast, irgendwie denkst, ach, es ist richtig mies, dass du dich dann wieder hinsetzt und dieses Bild dir wieder vor Augen rufst, also wieder Augen schließen, wieder schmecken, spüren, riechen, alles, was diese Situation zu bieten hat. Und für sehr, sehr viele reicht das schon aus, weil das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen Sachen, die es wirklich erlebt und Sachen, oder Momente, die du dir halt vorstellst. Also die Reaktion im Gehirn ist genau die gleiche. Von daher, ob du das jetzt wirklich erlebst oder dir vorstellst, macht keinen Unterschied. Und das bringt dich dann halt oft aus diesen Gedanken raus. Ja. Und lässt dich etwas glücklicher sein. Ja, und dann kommt diese innere Wärme direkt in einen hoch. Und wie du schon meintest, manchmal kommt dann das Lächeln einfach schon, wenn man so da sitzt und daran denkt. Und das ist ja auch, wie du jetzt meintest, mit den Gefühlen ist es so, dass der Körper nicht unterscheidet, ob das jetzt wirklich so was Erlebtes ist oder was, was man sich vorstellt. Und so ist es halt auch mit dem Lächeln. Also allein, wenn du schon die Mundwinkel nach oben ziehst, das hilft ja dann auch schon. Auch wenn es jetzt manchmal nicht ein ernst gemeintes Lachen ist. Oder aber selbst das hilft schon. Genau, ja. Das hilft schon im Körper drin etwas zu verändern. Und das ist echt sehr wertvoll. Das ist auch eine Strategie, dass man so handelt, wie glückliche Personen eben handeln. Also, dass man versucht, das zu imitieren und dann halt zu sagen, okay, was machen glückliche Personen, was haben die? Und dann halt versuchen, das zu imitieren und zu kopieren. Und allein dadurch kann man sein Glück auch schon so fordern. Und das ist zum Beispiel auch einfach dieses Lächeln. Also, du stellst dich vor den Spiegel und du lächelst dich an. Im ersten Moment denkst du so, was mache ich überhaupt? Aber desto mehr du das machst, bist du so, okay, irgendwie ist hilft es doch. Ja. Oder wenn du halt irgendwie denkst, oh, wieso soll ich mich selber anlächeln, dass du einfach rausgehst. Und auch wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst, einfach irgendeine fremde Person anlächelst auf der Straße. Und wenn du dann halt ein Lächeln zurückbekommst, man so, okay, krass. Ja, genau. Dann freut man sich immer doppelt so mehr noch. Ja. Und das ist halt überhaupt gar kein Commitment, überhaupt gar keine Aufwand, weißt du, du machst es einfach und es kommt zurück. Und das ist richtig cool. Ja, das gibt einem total viel. Voll. Ja. Ja, jetzt sind wir schon am Ende so, weil du hast so viel gesagt und vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Gerne, ich hoffe, es hilft dem einen. Ja, bestimmt, aber bevor ich dich jetzt wieder entlasse, noch drei Fragen, die ich jedem stelle. Und zwar die allererste, was ist dein Lieblingsessen? Es gibt so vieles. Ich habe mir gedacht, dass du das sagst. Situationsabhängig. Ich liebe Nice Cream, also einfach gefrorene Bananen gemixt mit Kakao am besten. Oh, das ist, ich könnte das jeden Tag essen. Und sonst irgendwas mit Pasta. Ja, dann die zweite Frage ist, was magst du an dir besonders gerne? Ja, ich mag es voll, dass ich mich in Situationen und Emotionen von Menschen hineinversetzen kann, auch wenn ich die Situation noch überhaupt nicht erlebt habe. Aber ich kann es halt nachvollziehen und wenn mir Leute das erklären, bin ich so, okay, ich kann es mega verstehen, auch wenn ich die andere Seite jetzt zum Beispiel von, keine Ahnung, wenn es ein Pärchen ist, kann ich beide Seiten verstehen, ohne dass ich jetzt eine Seite ergreife. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und ich habe das auch ein bisschen gelernt und herausgefordert, so quasi. Aber das finde ich richtig cool. Ja, jetzt war mich so interessiert, wie hast du das herausgefordert? Es ist persönlichkeitsbedingt. Also ich war schon immer mega, nicht emotional, aber einfach empathisch. Ja. Und einfach dadurch, dass ich auch das Zuhören mehr
geübt habe und gelernt habe, kommt das, glaube ich, auch automatisch, wenn man halt schon so eine Prädisposition hat, sich in andere Rollen reinzuversetzen. Und ich finde es halt auch einfach übermäßig spannend, die ganzen Geschichten und Situationen und Analysen von anderen Leuten zu hören. Mhm. Und dadurch, dass ich halt auch dann immer mehr irgendwie so Sachen von Menschen erzählt bekomme, habe ich immer mehr so ein größeres Bild von der ganzen Welt oder von der Psyche oder keine Ahnung. Mhm. Aber ja, zuhören ist so wichtig. Und aktives Zuhören, nicht einfach nur so, oh ja, ja, wie, was hast du nochmal gesagt? Ja. Sondern wirklich sich hinsetzen, nachfragen und dann, ja, ich weiß auch nicht, Leute vertrauen einem dann auch, weil die merken so von, definitiv, okay, es interessiert dich wirklich. Ja. Und ich kann auch gar nicht sagen, wie das passiert ist so, aber es ist halt einfach passiert, dass ich mich in Leute so reinversetzen kann, einfach weil, ja, es ist wahrscheinlich einfach, weil ich ein empathischer Mensch bin. Ja, ja, ist echt total eine schöne Eigenschaft, weil viele Leute können das auch nicht. Also ich habe halt auch damit so Erfahrungen gemacht und das kann einem so viel weiterhelfen und du kannst damit dann auch den Leuten ja viel mehr geben, wenn du dich halt wirklich hineinversetzen kannst und auch wirklich fühlst, was die fühlen und das alles so nachvollziehen kannst. Das ist ja auch dann viel wertvoller, als wenn du einfach nur sagst, okay, ja, das könnte helfen oder so, wenn du da wirklich schon konkret deine Vorstellung von hast. Ja, schon. Ich finde das echt mega spannend. Ja, ist es auf jeden Fall. Und dann noch die allerletzte Frage, haben wir auch ganz kurz darüber gesprochen, Dankbarkeit. Mhm. Und zwar, für was bist du in diesem Moment am meisten dankbar? Für alles. Oh. Okay, ich bin gerade ultra hart dankbar, dass es so warm geworden ist. Ich war so, wann ist der Sommer endlich da? Und ich sitze hier gerade in einem Kleid und ich bin so glücklich darüber. Dann bin ich unglaublich dankbar für die ganzen Leute, die ich jetzt wieder sehe und wo ich die Beziehung einfach vertiefen kann, zum Beispiel zu dir. Oh. Es freut mich immer so unheimlich, wenn ich halt so mega nice und coole Menschen habe, mit denen man sich connecten kann und dann man spürt, okay, da ist irgendwas, was halt noch viel krasser ist und viel tiefer geht, was man dann noch so ein bisschen ausbuddeln kann und dann halt auch Sachen für sich selber mitnehmen kann. Das hatte ich jetzt die letzte Woche hatte ich das mit ein paar Menschen, wo ich einfach mehr geredet habe und tiefer gegangen bin und dann war ich so, boah, das gibt mir so viel. Yeah. Also einfach dieses One-on-One-Reden mit einem, ein bisschen Deep Talk und so weiter, da komme ich dann raus und ich bin so, wow. Was war das richtig gerade? Krass. Und das gibt mir viel mehr, als wenn ich jetzt mit irgendwie 10 Menschen zusammensitze und einfach so ein bisschen quatsche. Mhm. Also dieses Tiefe, dieses, was in dich reinspüren und irgendwie, wie siehst du die Welt und all dieses, finde ich so richtig, richtig krass und gibt mir mega viel. Mhm. Und dann bin ich dankbar dafür, dass ich immer noch Sport machen kann und ich diese 3 Monate durchgezogen habe und ich meinen Weg gefunden habe und das Beste aus der Situation gemacht habe. Genau. There we go. Und geht's dann morgen wieder ins Fitnessstudio? Noch nicht gleich. Ich habe mich jetzt für Freitag angemeldet bei einer Stunde. Ich habe jetzt meine Kettlebells und ich habe jetzt auch YouTube mehr angefangen mit Workouts und dann möchte ich das auf jeden Fall beibehalten. Und ich werde dann schauen, wie ich meine neue, alte Routine wieder reinbekomme. Ja. Aber alles ohne Stress. Ja. Ja, die YouTube-Sachen kann ich auch sehr empfehlen. Also ich mache da lieber immer Stretching-Videos, weil so Home-Workout-Sachen, die mache ich nicht so gerne. Ich gehe dann immer lieber laufen. Aber es ist wirklich für jeden was dabei. Deshalb schaut da auch mal vorbei. Wie siehst du das? Nee, also die sind ja richtig, ich habe es dir auch gesagt, mega entspannt, weißt du? Mhm. Dieses, also einfach nicht zu viel quatschen. Einfach, dass man das richtig schön machen kann. Und dann einfach so ist, wow, hat das jetzt gut getan. Jetzt fühle ich mich richtig gut und bereit für alles, was kommt. Deshalb, finde ich richtig toll. Immer nach dem Sport. Und so soll es sein. Na gut, dann wünsche ich dir am Freitag ganz eine schöne erste Stunde. Dankeschön. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll für dieses Gespräch. Also, was du alles gesagt hast, das muss ich selbst auch jetzt mal erst verarbeiten. Das ist und schön, das freut mich. Ja, vielen Dank. Das ist halt alles noch so relativ oberflächlich, da kann man noch so ultra hart tief gehen. Mhm. Und das finde ich halt das Schöne daran, dass man halt
alles irgendwie so an sich selber anpassen kann, je nachdem, an welchem Niveau man gerade ist oder an welchem irgendwie Gedankenpunkt man ist, dass man sagen kann, okay, mach dieses eine oder geh super tief rein in dich selbst, fühl, was du fühlst, weil das kann auch manchmal sehr angsteinflößend sein, wenn man noch auf einmal denkt so, huch, okay, das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass das da ist. Auf jeden Fall. Aber wenn man das dann halt irgendwie realisiert und dann auch loslassen kann, ist das so. Mhm. Ja, weil du ja das Happiness-Coaching auch machst, wo, wenn sich die Leute jetzt dafür interessieren oder so, wo finden sie da am besten Informationen oder wie können sie dich am besten erreichen? bei Instagram, also einfach DM schreiben, also Nachricht schreiben. Packe alles in die Shownotes dann. Weil ich möchte natürlich, dass es auch für jeden so was bringt. Deshalb möchte ich die Person am Anfang erst gerne kennenlernen, um zu schauen, ob ich überhaupt weiterhelfen kann und ob wir viben, weil das ist ja auch immer so ein Ding. Super wichtig, Genau. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich nochmal und ja, vielen, vielen Dank, Tanja. Ja, danke dir, hat voll Spaß gemacht. Ja, kann ich zurückgeben nur. Das war also mein Gespräch mit Tanja. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden, Bekannten, mit wem auch immer. Wenn du denkst, dass sie denen auch weiterhelfen könnte oder interessante Denkanstöße geben könnte. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast in euren Stories teilt, dass so auch noch mehr Leute davon erfahren und profitieren können. Und wie gesagt, über jede Bewertung, Nachricht freue ich mich auch immer sehr, sehr doll. Und vor allem bei diesen öffentlichen Plattformen, also wie Apple Podcasts und so, würde es mir halt echt helfen, wenn ihr 2 Sekunden Zeit habt und da eine Sternebewertung abgeben könnt und vielleicht auch noch 1-2 Sätze oder sowas schreiben könntet, denn das bringt mir total viel, dass halt noch mehr Leute diesen Podcast dann sehen, dass er mehr Leuten angezeigt wird und dass ich dann so natürlich auch mehr Leute erreichen kann mit der Message, die ich versuche hier zu verbreiten und so auch mehr Leuten helfen kann. Das würde mir echt total viel bedeuten. Aber ja, genug für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Donnerstag hier bei mir bei Thoughts to Go. Bis dann!